Ich bin Nadja, ich bin hier Projektleiterin und ja, ich leite verschiedene Projekte hier, einmal im Hybris-Bereich, aber auch im Design-Bereich. Als ich hier angefangen habe, bin ich verschiedene Bootcamps durchlaufen, habe aber auch ein Mentoring-Konzept durchlaufen können. Und da bekommt man halt jemanden, der schon viel Erfahrung hier gesammelt hat und der kann einen dann sehr viel weiterhelfen. Ja, das habe ich auch erlebt. Als ich nämlich dann hier meine Festanstellung bekommen habe, hieß es dann so: Du bekommst jetzt hier einen Bestandskunden. Klar habe ich da eine Übergabe bekommen durch eine Projektleiterin hier, aber ich musste mir dann auch vieles selbst aneignen oder Kundentermine dann alleine führen oder vor Ort mit dem Kunden sein und habe das zuvor noch nie gemacht. Aber es war dann quasi meine alleinige Verantwortung, das gut zu machen. Also ich mag das total gern. Also neben mir sitzt auch noch eine Frau im Büro, mit der verstehe ich mich auch super und ich bin auch froh, dass ich sie habe, um manchmal die Ellenbogen auszufahren zu können, wenn unsere Männer quasi nicht so hören. Mir macht es auf jeden Fall Spaß und die Kollegen sind super lustig und akzeptieren einen voll. Bei uns werden immer Späße gemacht und da gibt es eigentlich nie schlechte Stimmung oder wenn es mal schlechte Stimmung gibt, dann versucht man auch seine Kollegen aufzubauen. Wir in unserem Team speziell, wir gehen immer mal zusammen Mittagessen oder unternehmen auch in unserer Freizeit viel zusammen. Gehen ins Kino oder gehen klettern. Das sind dann schon mehr als nur Kollegen. Ich bin sehr gerne hier. Man hat hier tolle Kollegen, es ist ein tolles Umfeld, man hat hier super schöne Büroflächen und ja, es macht einfach Spaß, hier jeden Tag herzukommen. Ich gehe viel zum Sport, also ich gehe ins Fitnessstudio oder laufen. Selbst bei der Dotzers haben wir unseren Gesundheitstag oder können auf einem Ball sitzen oder an Stehtischen arbeiten. Wir haben nebenbei auch noch Massagen oder die Sportsoros, bei der wir Volleyball spielen können oder es Fußball-AGs gibt. Also ich glaube, man kann schon auch im Privatleben oder hier sogar auf Arbeit einen Ausgleich dafür finden, dass man sich nicht so viel bewegt. Bei der Dotsource bin ich der Hustler, weil ich nicht nur probiere, unsere Kunden glücklich zu machen, sondern auch unsere Projektmitarbeiter.